Es war einmal ein König in Afrika. Es war ein König mit einem Ring. Und in diesem Ring, da steckte das ganze Geheimnis seiner Macht und Stärke. Ja, dieser Ring machte den König zum mächtigsten aller Könige in ganz Afrika. Keiner wusste, wo dieser Ring eigentlich herkam. Aber jedem war bekannt, dass dieser Ring den König vor allen tödlichen Gefahren beschützte. Vorausgesetzt natürlich, er trug den Ring. Nun, und das tat der König. Er trug den Ring zu jeder Stunde des Tages. Er trug ihn, wenn er an seinem Hof zu Gericht saß. Er trug ihn, wenn er in den Kampf zog. Er trug ihn bei opulenten Festessen. Ja, und er trug ihn auch, wenn er das Schlaflager mit einer seiner vielen Frauen teilte. Ja, er trug ihn ständig. Die einzige Zeit des Tages, zu welcher der König den Ring je ablegte, war die Stunde des Badezeremoniells.
Hierfür wurde der König immer hinaus in den Palastgarten getragen. Dort setzten seine Diener eine Sänfte aus Straußenfedern am Ufer eines kristallklaren Teiches ab. Und der König entstieg der Sänfte. Und auf sein Zeichen hin, da entfernten sich alle, alle. Seine vielen Diener, seine vielen Kinder, seine vielen Frauen. Ja, und erst wenn keiner mehr in der Nähe war, begann der König sich zu entkleiden. Ja, und erst ganz zum Schluss, wenn er schon splitterfasernackt war, da nahm er den Ring vom Finger und er verwahrte ihn an einem Ort, der so geheim und verschwiegen war, dass nicht einmal seine Lieblingsfrau von ihm wusste. Ja, und wenn der König dann seinem königlichen Bad wieder entstieg, dann war der Ring das Erste, wonach er griff. Lange Zeit ging das gut so. Eines Tages aber, als der König triefend nass aus dem Teich an die Sonne trat und nach dem Ring greifen wollte, musste er feststellen, der Ring war verschwunden. Zuerst erstaunt, dann mit immer größer werdender Sorge suchte der König das Versteck und auch alles ringsherum ab, aber der Ring war und blieb verschwunden. Irgendjemand seiner vielen Kinder, seiner vielen Diener, seiner vielen Frauen musste das geheime Versteck entdeckt haben und es gewagt haben, den Ring zu entwenden. Der König, der tobte vor Wut. Aber dann bekam er Angst. Wie soll ich meinen Ring nur wiederbekommen, wenn ich eine Belohnung für das Wiederauffinden des Ringes aussetze, dann wird ja jeder wissen, dass ich ihn nicht mehr habe. Ja, und jeder wird wissen, dass ich nicht mehr der mächtigste König in ganz Afrika bin. Nun tagelang machte der König sich die allergrößten Sorgen. Er konnte nicht mehr essen, er konnte nicht mehr schlafen, er konnte nicht mehr trinken, er war übel gelaunt, er tigerte in seinem Palastgarten auf und ab. Frauen und Kinder, die hielten sich von ihm fern. Aber irgendwann da drängte ihn seine Lieblingsfrau. Ach Mann, sage mir doch, was du hast. Vielleicht kann ich dir helfen. Nun, und der König vertraute sich seiner Lieblingsfrau an. Nachdem die Frau vom Kummer ihres Mannes erfahren hatte, machte sie sich unverzüglich auf den Weg zum weisesten und berühmtesten aller Wahrsager Afrikas, einem Mann namens Zafusa. Und Zafusa kam an den Hof des Königs. Schweigend hörte Zafusa sich an, was der König ihm über den Verlust des Ringes berichten konnte. Dann glättete Zafusa einen Kreis im Sand. Und er holte aus einem Beutel, den er am Gürtel trug, einige Knochen hervor. Diese Knochen benutzte er immer, wenn er Antworten auf wichtige Fragen suchte. O König, euer Ring ist ganz in der Nähe.
Ja, wer hat ihn? Langsam, König. Schickt mir eure Holzfäller. Nun, und die Holzfäller, die kamen an den Hof des Königs. Und Zarfusa besprach sich mit ihnen. Am nächsten Morgen aber, da wurden alle, die möglicherweise irgendeine Gelegenheit gehabt hatten, diesen Ring zu stehlen, auf den großen Platz draußen vor dem Palast gerufen. Dann erschien der König oben auf den Stufen, welche von seinem Palast hinunter auf den Platz führten. Auf halber Höhe blieb der König stehen und Soldaten umzingelten den Platz, sodass keiner mehr fort konnte. Dann kam durch eine schmale Gasse Zarfusa herbei. Und Zarfusa folgten die Holzfäller. Und die Holzfäller, die hatten eine große Anzahl gerade Holzstöcke dabei. Sie schichteten die Stöcke in der Mitte des Platzes auf und zogen sich zurück. Und dann begann Zarfusa, diese Stöcke zu umrunden. Ihr müsst wissen, Zarfusa sah an jenem Tag furchterregender aus denn je. Seine Augen waren weiß umrandet. Sein fast nackter Körper war über und über mit verschlungenen schwarzen Mustern bemalt. Von seinem Gürtel da baumelten Fellstreifen und auf seinem Kopf da wogten Federbuschen. Er, Zarfusa, sah aus wie ein gefiederter Leopard mit 100 Schwänzen. Und Zarfusa umkreiste die Stöcke und er begann dabei in einer Sprache zu singen, die keiner auf dem Platz, keiner je zuvor gehört hatte. Beim Klang von Zarfusas Stimme stellten sich den Leuten die Nackenhaare auf. Sie bekamen eine Gänsehaut und jedem auf dem Platz war klar, dass Zarfusa dabei war, einen Zauberbann über die Stöcke zu werfen. Nachdem Zarfusa seinen Tanz und seinen Gesang beendet hatte, griff er nach dem ersten Stock. Dies sind Zauberstöcke. Jeder von euch, jeder bekommt einen Stock. Tragt ihn bei euch. Heute den ganzen Tag und auch die Nacht. Morgen früh werden wir klüger sein. Nun, Zarfusa zog sich zurück und all die Stöcke, die wurden auf dem Platz verteilt. Jeder bekam einen. Die Leute wunderten sich. Zauberstöcke? Was soll das? Hey, zeig mal deinen her. Ja, sie verglichen die Stöcke miteinander, aber es war merkwürdig. Manche waren etwas dicker oder dünner, aber sie hatten alle exakt die gleiche Länge. Gleich weiter. Sie hatten alle exakt die gleiche Länge. Seltsam. Da machte sich plötzlich der König oben auf den Stufen seines Palastes wieder bemerkbar. Die Soldaten zogen sich zurück und dann winkte der König auch der Menschenmenge, sie möge sich entfernen. Nun, und das taten die Leute natürlich ihrem König zugewandt, denn keiner durfte dem König jemals den Rücken zukehren. So sahen denn auch alle, wie der König seine Lieblingsfrau zu sich heranrief. Der Dieb, der ist so gut wie gefasst. Der Zauberstock, der wird ihn überführen. Du musst wissen, der Stock des Diebes wird heute Nacht um 3 Finger breit wachsen. Aber dann zog sich der König in den Palast zurück.
Ja, aber nun umringten alle, die auf dem Platz gewesen waren, die Lieblingsfrau des Königs. Was hat der König gesagt? Ja, sag es uns. Was soll das mit den Zauberstöcken hier? Aber die Frau des Königs, die war überaus verschwiegen. Und sie sagte es keinem. Außer später ihrer allerbesten Freundin. Aber auch diese Freundin war eine überaus umsichtige Person und so erzählte sie es keinem weiter. Außer ihrer Mutter. Das Seltsame aber war, dass noch am Abend des gleichen Tages jeder im Palast wusste, dass der Stock des Diebes in der Nacht um 3 Finger breit wachsen würde. Die Nacht kam. Am nächsten Morgen aber hatten sich alle wieder draußen auf dem Platz vor dem Palast versammelt. Wieder erschien der König oben auf den Stufen seines Palastes. Wieder umzingelten Soldaten den Platz und wieder kam durch eine schmale Gasse Zafusa herbei. Aber heute folgten Zafusa nicht die Holzfäller, nein, heute folgte ihm der Oberbaumeister des Landes. Und der hatte seinen Messstab dabei. Ja, und gemeinsam mit Zafusa ging er nun von einem zum anderen und sie begannen all die Stöcke auf dem Platz zu vermessen. Die Sonne stieg höher und höher, die Zeit verging. Irgendwann, da hatten sie die Hälfte aller Stöcke auf dem Platz vermessen, aber keiner war auch nur um einen Fingernagel breit gewachsen. Schließlich aber kam die Reihe an einen Diener. Dieser Diener fiel auf, weil er unruhig auf und ab lief. Er schaute sich mit flackerndem Blick um und er reichte Zafusa seinen Stock. Und Zafusa gab ihn weiter an den Oberbaumeister. Und dieser maß. Einmal. Ein zweites Mal. Ja, und beim dritten Mal, da hielt er den Stock in die Höhe. Und jetzt konnte jeder sehen, dass der Stock dieses Mannes um 3 Finger breit kürzer war als alle anderen. Zafusa packte den Mann am Arm. Du bist der Dieb. Der König kam herbeigerannt. Pack den, werf den meinen Löwen zum Fraß vor. Da vergaß der Mann völlig, dass der Ring ihn ja vor allen tödlichen Gefahren beschützte. Nein, er fiel vor dem König auf die Knie, er flehte und wimmerte und er zog den Ring vom Finger und gab ihn dem König. Und der König, der war so froh, seinen Ring wieder zu haben, dass er Gnade walten ließ. So dass die königlichen Löwen an diesem Morgen kein Menschenfleisch zum Frühstück bekamen. Eine kleine Strafe aber bekam der Dieb trotzdem. Er musste nämlich 3-mal um die ganze Stadt laufen. Und ihm folgten die Kinder der Stadt und die hatten die Zauberstöcke dabei. Aber es wird erzählt, der Dieb war schneller. Nun, nachdem sich alle wieder beruhigt hatten, ließ der König eine große Menge Gold aus seiner Schatzkammer holen als Lohn für Zafusa. O Zafusa, du bist wirklich ein mächtiger Zauberer. Ja, dein Zauber scheint noch stärker zu sein als der meines Ringes. Habe ich recht? Zafusa aber,
der nun wieder gekleidet wie ein einfacher Mann, ohne Federbuschen, ohne Fellstreifen, ohne Schminke vor dem König stand, der lächelte nur. Keineswegs, Majestät. Um euren Ring wieder zu bekommen, brauchten wir nur eine gute Geschichte. Vergesst nie, Majestät, es gibt viele Arten zu zaubern.